ja da loben. Hallo, aber was mache ich denn jetzt? Ich habe sie doch noch gefragt. Ach, jetzt habe ich ein Problem. Also ich und meine. Ja, ich war früher wie er. Gut, da kennt das Sarah, ich bin vorher gekommen, gell? Oder wer kennt das Sarah, er ist noch nicht gekommen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gekommen ist. Ah ja, ich bin hier dann fast daher. Ja, ob er da kommen kann, weiß ich auch nicht. Was mache ich jetzt? Das ist immer dasselbe, gell? Es gibt immer Probleme, wenn ich mit dem irgendetwas machen will. Wenn ich nur dran denke. Das letzte ist noch nicht lang her. Da waren wir am Wochenende fort. Ja, welches Wochenende? Ja, wir hatten noch eine Hochzeitstag gehabt. Und das war einfach schön. Ja, und da waren wir durch so ein Wellnesshotel und da sind wir da hin und da haben die vom Hotel, die haben das mitgekriegt, dass wir unseren Hochzeitstag haben und da haben die uns zur Feier des Tages ein Rosenblätterduftölcreme-Fee gemacht, spediert. Ja, mit allem Drum und Dran. Und da sind wir da hin, in das Bad, so mal gefunden. Und das war einfach schön. Und da sind wir da neu und da hat er so ein Badwand gestanden. Und da war Wasser drin. Und da sind da so Rosenblätter drauf rumgeschwungen. Und am Rand haben so zwei Gläser Sekt gestanden. Und da ist so leise Musik gelaufen. Da habe ich zu meinem gesagt, das ist doch einfach schön. Und da habe ich gesagt, sag mal, kannst du dir was Schöneres vorstellen? Und dann sagt er, ja, Kettel, wenn du raus wärst. Jedenfalls sind wir dann da neu. Meiner hat dann seinen Mantel ausgezogen. Ist in die Badwanne neu gestiegen. Hat sich hingesetzt und hat erst einmal die ganzen Rosenblätter eingesammelt. Und hat die dann auf seiner Blöse treiben lassen. Gut, und er hat uns gesagt, die Hälfte hat auch gelockt, gell? Jedenfalls habe ich dann meinen Mantel auch rausgezogen, bin auch in die Badwanne neu gestiegen. Hab mich hingesetzt, ich wusste zu sagen, das Salwasser ist bis dahin gegangen. Und bei mir ging das Wasser bis dahin. Kann nicht sein. Ja, das war so eine moderne Badwanne. Mit einer Frauenseite und einer Männerseite. Meiner? Besprengelt sein Buckel mit Rosenblätter-Duftölcreme-Pflegebad und meint nur, riecht aber gut. Währenddem ich ihm gegenüber sitze, jetzt habe ich schon erwähnt, dass es ein Rosenblätter-Duftölcreme-Pflegebad ist, was mich direkt dazu bewogen hat, den Klammergriff einzunehmen. Husch! Irgendwann habe ich dann nur gesagt, Mensch, nicht, wir sollten mal den Platz tauschen. Das heißt, ich habe das nicht gesagt, ich habe das gegurgelt. Wir bleiben sitzen, wo wir sind. Genau. Durch das abrupte Abbremsen hat der in der Badwanne eine Welle ausgelöst. Das war keine Welle, das war ein Tsunami. Der Tsunami über mich drüber. Gut, meine Frisur war ruiniert, gell? Was mir jetzt aber den Kopf gemacht hat, weil ich musste ums nackte Überleben kämpfen müssen. Jedenfalls sitzen wir so der Rest der Zeit, bis meine auf einmal sagt, guck mal, Kittel, da ist ein Knopf.
Jetzt, bevor ich Urgele gekannt habe, läuft die Finger weg und der dort aufgetrickt. Jetzt, was wir ja nicht wussten, wie modern das alles war. Das war ein Whirlpool. Die Düse in Oberfläche der Wasserhöhe und der kriegt dort auf. Der schäumt über die Bordwandträger, die Luft kommt raus, wir sind ausgestiegen, wir haben geputzt, wir haben sämtliche Handtücher aus den Regalen, unser Mäuemäntel, wir waren fix und fertig. Da habe ich zu gesagt. Nein, hab ich nicht gesagt. Auf einmal fängt das Wasser da zu laufen. Dann habe ich zu gesagt, was hast du jetzt schon wieder geschafft? Dann sagt er nichts. Dann habe ich an der Rezeption angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, wir haben nichts gemacht, aber das Wasser läuft. Dann hat die gesagt, regen Sie sich nicht auf, das ist normal, nur in der Zeit geht das Wasser an, wegen der Selbstreinigung, dass das Öl besser wegzuputzen wäre. So ist meiner. Ja, und jetzt wollte ich ein Liedchen singen und jetzt ist er nicht da. So ist meiner. So, aber das hilft nichts. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Sprechst du mal ein paar im Hintergrund? Ja, drei Männer. Nemo, dein Brötchen, du kennst mir hochkommen. Hallo, Peter Feier da. Peter, das ist aber schön. Denkst du mir der Hauer machen? Ah, super. So, Richard, stellst du dich mal, gell? Stellst dich mal noch hier hin. Jetzt bräuchte ich noch einmal Anna. Wir brauchen gar nichts, so wegzugucken, wenn ich einen Ausfall habe. Patrick! Komm mal ruf! Du mit dem schwarzen Hut, mit dem Schnauze, mit der Hose, du brauchst jetzt so eine wilde Schießsorge, komm! Ja? Ja, klatsch, du ruhig mal. Hallo, was? Ah, bitte, bist du abgehört schon nach der Howard machen? Der Howard? Der Howard Carpendale? Hello again! Da, 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 da. Stellst du dich mal noch nie hier? So, ich brauche noch Anna. Ja! Guck mal, wie sie alle wegkommen. Ja, soll ich dich holen? Jetzt reich ich noch mal so ein richtig Kerl. Ja, komm, komm. Ja, super. Na ja, sie laufen doch nicht so mit Richtigkeit. Nee, Quatsch. Ja, Kette war ja da. Christian, schön. So, stellst du dich auch gerade um die? So, ich muss dir jetzt gerade noch ein bisschen einweisen, gell? So, du hast ja den Text, ist gar nicht schwer. Der Howard kennen, gell? Ja. Du und einfach du das Screener hier, das ist nicht viel. So, noch ein bisschen Musik. Ah, halt! Noch ein bisschen die Takte mal. Achtung. Ich kann mich schon auch mal ein bisschen...